Tja, wir sollen was finden. Ein Heiligtum. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Und es liegt um Gott, es betet. Ja. Die Drohne fliegt. Die Drohne tut es nicht, sie wird gestört. Was machen Sie? Ein eitler Mann. Drittes Ziel. Hüte ich mich für jemanden. Aurora, der ich weine und vor allem weben vor dieser gewaltigen Macht der Gerechtigkeit von Santa Muerte. Wisset, Hermanos. Sind wir denn jetzt schon wieder gejagt? Dreimal darfst du raten. Ich weiß nicht, was du meinst. Schön. Hau ab, sagt der Kollege, betet da weiter. Mit Santa Muertes Segen wird Santa Blanca in diesen heiligen Kriegsfeld. Wir holen uns die Gegenzählen und Santa Muerte wird die feuchte Hölle werden. Ich sehe unser Ziel. Vermutlich der Mann, der die Geschäfte Schön. Für das Kartell führt. Ziel am Boden. Wiederhole, Ziel am Boden. Hammer. Ist das, was er sagt, tiefsinnig oder verrückt? Oh. Ich tippe auf verrückt. Halleluja. Oh, so ein Gegner. Ja, habe ich gemerkt, gerade als ich in die Kirche rein bin und auf einmal beschossen wurde. Dokumenten nehmen. Sehr schön, Leute. So. Jetzt gehe ich mal eben meinen Tee wegbringen. Mach das. Hier oben. Sie selbst ist vielleicht nicht da, aber El Sueños Bibel soll dort aufbewahrt werden. Falls wir La Santera nicht kriegen, nehmen wir uns eben, was geht. So. Kleiner Wagner. Eben kurz auf Sie. Alter, sind wir noch... Noch ein Testdokument. Okay. Nehmen wir die mal mit. Naja, wenn es Spaß macht. Was denn? Im Kofferraum. So. Komm, ich will verstecken. Ich will verstecken. Sie findet uns nie. Ach, hier sieht er gleich wieder nicht. So, warte mal. Ich. Ich glaube, nächster Punkt ist die letzte Mission von der alten, von der nächsten, von dem nächsten Post. Da oben links ist gerade irgendwas hochgegangen. So eine Leuchtfackel oder so. Oh nein, ich bin es nicht gewesen. Hat auch keiner gesagt. Na, man weiß es nicht. So. Na gut, wir machen eh nur die und dann machen wir noch eine Folge und dann machen wir Feierabend. Mal ganz kurz zu meinem Vater und mich selbst. Hm? Ich muss mal eben für meinen Vater und für mich was zu essen bestellen. Ja, wir haben ja ein paar. Bisschen Fahrtstrecke vor uns, will gar nicht. Wie es aussieht gerade. Drei Kilometer. Ich will ja noch eine Pizza mit Sardellen. Okay. Pizza mit Sardellen. Ja,
Ich kann zwar dienen, aber Sardellen. Sardellen sind noch kleiner. Meistens ganz, ganz, ganz salzig eingelegt. Hm, okay. Klingt irgendwie, keine Ahnung. Nicht lecker auf jeden Fall. Sie können sich jetzt abschnallen. Wir haben die Flughöhe erreicht. Hm. Okay, ich dachte, es geht noch weiter, aber das ist jetzt... So. So, Essen ist auch bestellt. Perfekt. Abschuss bestätigt. Da muss aber noch immer einer sein. Der Ball hat schon wieder direkt drauf los, ne? Ich fahr's nicht, diesmal. Oder was? Granate fliegt. Nehmt das. Hehehe. Jetzt fahr ich es. Granate, frisst das, Motherfucker. Scharfschütz-Navi weg. Sehr gut. Ja, habe ich. Umgelegt. Offizier ist weg. Entschuldigung. Das ist hier überhaupt. Nee, ne, oder? Ah, hm. Doch, ja, aber das ist noch der Vorposten. Doch, doch, ist alles richtig. Alles richtig. Es geht nur noch den Berg weiter hoch. Aber das gehört alles zur Einrichtung. Reicht oben der Scharfschütze weg? Da ist aber doch immer was Rotes. Mann, wenn du ziehen könntest, hättest mich nicht erwischt. So, das ist da oben. Obwohl, ich nehme mal lieber noch ein bisschen Muni mit.
Wo ist die Kiste denn? Hier drin? Ja. Ist erledigt. Oh mein Freund hier. Das konnte ich schon mal vergessen. Hier oben bestimmt. Ja, da ist sie. Da oben hier. Da muss es richtig rund hier in der Seite. Ah, jeden. Da haben sie Pakete. Komm ab und dann halten wir die Gun. So, und ist eine Munitionskiste hier. Scharfschütze ist weg. Gepanzertes Arschloch ist weg. Heute hoffe ich zu schießen. Mann! Scheiße, den einen habe ich noch mitgenommen, aber der andere, der dahinter noch rumstand. Ach, der Scharfschütze, ja. Na komm, guck raus. Der hat's irgendwie nicht gewollt. Mann, genau in dem Moment ging natürlich das Magazin leer. Komm, schon, bei dir muss ja auch noch irgendwo einer sein, oder nicht? Na komm schon. Jetzt. Erstmal hier heilen. Theatralisch, er da auf dem Felsen. Wo warst du so lange? Da kommt da einer. Oben sind noch zwei Scharfschützen. Mist, jetzt hat's mich erwischt. Der ist Geschichte. Zweite Scharfschütze oben auch weg. Und wir haben hier im Eingang auch weg. Der Typ am Minigun auch weg. Das muss aber immer noch was dahinter so rumlaufen. Vielen Dank. Hat den Minigun eben nochmal. Ist weg. Da ist noch irgendwo einer. Ja, ja. Muss aber auch hier irgendwo sein. Gute Arbeit. Santerra und Suenio werden echt sauer sein wegen der Bibel. Die Frage ist, wusste. Ich hab da jetzt eine Granate geschmissen. Keine Granate, nur das Fass. Aber eins muss man sagen, echt ein echt schickes Gebäude hier, das Ding. Hier oben sind noch Gegner. Was ist denn der? Der wächst hier draußen rum. Hab ihn. Der hing hier noch auf dem Balkon oder in der Wand oder wie auch immer. Nur muss eine Munitionskiste. Ja, der stand hier in der Wand drin. Da hat die ganze auf mich geschossen. Der liegt hier irgendwo rum. Ja, hier hinten. Gut. Ah ja, tot. Wir sollen La Santerra retten? Dann machen wir wahrscheinlich nur was Kleines, ne? Auf diese Zeit habe ich nämlich auch nicht. Ja. Oder wir machen einfach Feierabend wirklich. Weil ich bin jetzt auch irgendwie auf Biegen und Brechen, um hier reinzukloppen oder so. Würde ich sagen.
Da war das Sonntag, könnte ja sechstes, ne? Ja, doch. Ja, nee, dann machen wir jetzt Feierabend. Ja, mach ich jetzt, ich mach jetzt nichts auf Spiel und Brechen. Ich kann mir irgendwas hinzurotzen, macht keinen Sinn. Ist ja auch eklig. Das hast du jetzt behauptet. So, warte mal, hier muss ja noch eine Ding sein. Ich kann, also ich kann, wenn es wieder Sonntag, so gegen Mittag. Ja. Doch, wenn man da sagt, das passt soweit. Aber das quatschen wir dann hinterher. So. Kann man ja sonst spontan machen oder so. Komm ja, ich hier in den Keller. Ich bin nur halt nächste Woche komplett raus, beziehungsweise nicht, ja. Weil ich muss ab 20 Uhr, bis 20 Uhr kann ich jeden Tag, aber ich muss ich hab Nachtschicht. Nächste Woche. Ich will hier unten die Waffe Dings umsetzen. Wo ist denn die. Ich komm wieder zurück ins Haus wieder rein. Alles klar, dann würde ich mich hier jetzt mal verabschieden. Und dann mit Sonntag machen wir spontan. Ja, genau, dann machen wir jetzt. Machen wir doch Feierabend, ja. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Noch einen Moment, ich will wenigstens noch hier. Ja. Wo sind die scheiß Dokumente denn hin? Die habe ich doch schon, die Bibel. Ja, aber ich bin dann schon mal raus, dann kann ich mal schnell meinen Bibel. Ja, gut. Ja, ja. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Ah, ja. Die nächste Treppe. So, ja, mach's doch. Also, ich krieg's jetzt gerade nicht auf die Karte. Ne? Sogenannte Kingslayer. Wo bist du denn, Kev? Ich hab die Kingslayer-Datei nicht. Die hier noch irgendwo sich befinden soll. Ich weiß nicht, wo die ist. Also ich hab jetzt durchgeguckt, aber die muss hier irgendwo bei mir sein. Genau. So. Wo ist die denn? Die muss hier irgendwo sein. Überqueren. Oder sie ist auch da unten, warte, ich guck mal. Ja, der Winner ist hier unten oder oben halt, ne? Das ist. Muss halt finden irgendwie. Ich glaube, die ist im Keller unten. Ja, die liegt hier unten. Abs. Starte Drohne. Musst du ganz nach unten, Kev. In dem Gebäude oder wo? Ja. Oh Gott. Gibt's, komm mal ins Erdgeschoss erstmal. Ja, aber ich komme hier hoch. Jo, hier. Hier runter. Wo bist du denn? Na, hier hinter dir. Jo. Hä? In der Ecke. Da hin. Rechts. Da. Ja, hier sehe. Runter. Ah. Und dann unten hinter dem Steinkamin geht's weiter runter. Hier hinter dem Steinkamin. Andere Seite. Genau. Wofür? Oder so. Ah, gut. Okay, das hier ist es ja Teil. Und dann liegt's da auf so einem Tisch. Ja, hab's gesehen. Hab schon. Genau. Und jetzt mache ich von meiner Seite auch mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Bis dann. Ich fahre. Jo.